Und Zacki, da hauen wir jetzt einfach mal. Ach, das sind ja 16. Na egal. Dann hauen wir jetzt erstmal 16 unten auf den Putz. Wir werden wahrscheinlich eh nicht sämtliche Felder belegen können. Ach ja. So, pass auf. Pock, pock. Pock, pockety pock, pockety pock, pockety pock, pockety pock. Nein. Die Truhe, die Truhe, die Truhe. Ja, doch. Gerade nur ein bisschen skeptisch gewesen. So, eins fehlt halt, mein Gott. So, Schallplatte. Eine Gasträne. Nicht wein, kleiner Gast. Ist doch halb so schlimm. Du bist tot und ich lebe. Geht doch. So, zack. Ja, die ganzen Schleimkugeln, beziehungsweise Enderperlen, die würde ich dann hier mit... Achso, hier sind schon Knochen. Okay, nix. Die würde ich hier dann mit dran basteln und dann machen wir hier einfach Goldnuggets. So, dann Schleimbällchen. Nein, du sollst hierher. Die Magma-Schleimbällchen. Die Enderbällchen. Und ja, dann machen wir hier drüben dann wieder so Non-Monster, sondern Deardrops. Okay, dann Namensschilder würde ich dann hier mit hermachen, weil sie so teuer sind. Hä? Was ist hier los? Aua! Hallo? Aua! Aua! Was ist denn das? Huch! Komme ich hier auch rein? Aua! Oh. Hier so? Hallo? Oder muss ich weiter rüber? Nee. Was ist denn hier? Hallo? Irgendwas blockiert. Hallo? Ich verstehe es nicht. Hallo? Ich häng fest. Oh! Jetzt funktioniert's. Hä? Das war ja strange. Ja, Sekunde. Warte. Hier, die hier. So. Die Welt macht mir schon wieder ein klein wenig Angst. Ja, macht sie. So, einer noch. Das müssen wir wohl hier hoch mit Gedöns hier ausfüllen. So. So, hier kommen dann wieder die zwei Eichentypen drauf. Und dann wieder alles zugestopft. So. Jetzt tue ich mir auch nicht mehr weh, oder? Nee, okay. So, das passt. Wo war ich dann? Ach, wir haben alles. Was, sind wir schon fertig? Tatsächlich. We have it. Dann würde ich sagen, was bringen wir rüber? Sand, hm? Oder die Steine? Nee, machen wir Sand. Machen wir dem Sand ein extra Lager. Oder den Netherstoff? Naja, warte mal, das sind ja dann nur 2, 4, 6, 8, 10, 12 Kisten. Und wir haben hier 2, 4, 6, 8, 10, 12. Also mehr auf jeden Fall haben wir. Ja komm, wir nehmen hier den Sand mit. Hat einen ganz einfachen Hintergrund, Freunde. Ja, und zwar, man kann jetzt aus dem roten Sand auch roten Sandstein machen. Und so weiter und so fort. Das heißt, warte mal. Hier, roter Sandstein. Und aus dem kriegt man dann wiederum
komplett andere Sachen. Deshalb hier. Roter Sand. Mache ich erstmal hier, glaube ich, in eine Kiste. Können wir jetzt nur dann immer noch machen. Dann aus dem Sandstein. Aus dem Sandstein machen wir uns mal schnell ein Treppchen. Dann machen wir uns mal schnell ein paar Stüfchen. Und aus dem machen wir uns mal schnell. Das geht nicht. Glatten. Kann man aus den Glatten. Wie war denn das? Verdammt. War es nicht so irgendwie? Ah, genau so. Gemeißelter roter Sandstein. So. Ja, und der sieht dann quasi so aus, der gemeißelte rote. Also wieder gelbe. Nur rot halt. Das werde ich, denke ich, mal irgendwann noch ein bisschen abändern. So, roter Sandstein hier hinein. Dann Stufen und so weiter hier hinein. Unten machen wir dann die mit rein. Dann haben wir hoch den glatten roten Sandstein. Der kommt da mit rein. Mist. Der kommt da mit rein. Zack. Und der gute gemeißelte kommt da rein. So, dasselbe machen wir jetzt hier nochmal schnell mit dem normalen Sand. Und ich gucke auf die Uhr. Wir begeben uns langsam auf die Schlussminuten hin. Denn ich habe mir gedacht, ich mache jetzt dann mal pünktlich, mache ich dann quasi mal Feierabend, weil nicht, dass wieder irgendwas nicht passt und ich habe wieder Ewigkeiten zum Fenster rausgeschmissen. Wenn er versteht, was ich meine. Ne? So, dann machen wir das noch so. Sand. So. Unten haben wir, glaube ich, auch noch ein bisschen Sand gehabt, ne? Yes. So, und hier ist safe. Ja, was wir hier jetzt dann einlagern, das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall, wir haben schon mal Platz und müssen uns keinen Kopf drum machen. Oh. Oh. Ja, müssen uns keinen Kopf drum machen, wenn wir dann irgendwann mal wieder neue Steine bekommen, wo wir sie denn hinpacken. Beziehungsweise neuen Sand oder neue Neta-Sachen, was auch immer. So, und zur Not, ihr wisst ja, so ein Lager ist sehr, sehr schnell ausgehoben. So, dann haben wir alles. Das normale Glas könnten wir dann vielleicht hier noch mit in die Mittelkonsole packen. Zuerst glatter Sandstein, richtig? Ja. Nein, Sandstein. Gemeißelt, glatt, Sandstein. Ach. Sandstein, Sandstein. Dann die beiden hier. Treppe, Stufe. Treppe, Stufe, Stufe. Glatter, gemeißelter. Glatt. Und gemeißelt. So, ratzifatz haben wir es aufgeräumt. Ach, die sind untereinander. Okay, warte. Dachte mir schon gerade, irgendwas ist hier anders. So. Glas? Ja, komm. Das Glas, das holen wir jetzt auch noch rüber. Gehört ja irgendwie mit zum Sand. Weißt du? So, und das können wir hier in diese separaten... Wieso habe ich jetzt eigentlich die Textur? Hä? Was ist da los? Ich habe doch hier das andere Texturenpack. Also mein eigenes abgeändertes Texturenpack. Was ist... Moment, ich muss da mal nach dem Lehm gucken, weil es ist jetzt... Moment. Ah. So. Ah, das war Mist. Oh nein, es ist auch Mist gewesen. Weil ich glaube nicht, dass ich die Lehmtextur, nicht die Lehmtextur, die Granittexturen schon habe. Naja, wir sehen es gleich. Oh.
warte. Da kann ich mal in der Zwischenzeit... Ach Mist, geht schon wieder weiter. Ich wollte nämlich gerade was trinken. So, das ist die richtige Glastextur, so wie ich sie haben mag. So. So, jetzt sieht der Stein hier auch ein bisschen wieder anders aus, ne? So minimal. So, also ein Glas soll es uns jetzt in der nächsten Zeit mal nicht mangeln. Wir haben ja mehr als genug. So, ein Glasscheiben auch noch. Bop, 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 bop. Bip, 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 bip. Tack, tack. Ach, da unten habe ich nochmal. Guck mal hier. So. So, jetzt haben wir hier quasi nochmal schön Platz. Hier haben wir jetzt die ganzen neuen Gesteinssorten schon untergebracht. Bemooster Bruchstein. Was war denn das jetzt? Brennt da ever einer? Nom, 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 nom. Hallo? Es ist aber auch Tag, ne? Na, Wolfman? Da, guck mal. Fein, ne? So, die ist immer noch leer. Hier haben wir immer noch nichts drin. Wir könnten da aber mal ein bisschen was reinwerfen. Ein paar Steaks. Na gut, da haben wir nur einen. Wie schaut's aus mit Schweinchen? Da hätten wir zwei. Kartoffeln haben wir auch jede Menge. Dann machen wir hier mal zwei Steaks davon. Das ist doch schön. Dann haben wir wenigstens Essen und Level, wenn wir dann wieder mal kommen. So. Ja, wuff. So, Freunde, hier können wir jetzt dann Birkenzäune verwenden. Das, glaube ich, mache ich noch schnell. Weil die sind ein bisschen heller als das Eichengedöns hier. Werden die jetzt auch als Eiche deklariert? Ja, Eichenholzzaun. So. Ach, jetzt fällt es mir erst auf. Ich habe ja bei der 600er dann auch dieses, nicht mein abgeändertes, sondern das normale von Doomcraft drin gehabt. Aber egal. Der prinzipielle Blick ist erhalten geblieben, sag ich mal. Und zwar diese Welt im Doomcraft-Design. Dem Herr Zeron, der hat auch gesagt, je länger er mit dem Texturenbug spielt, desto besser gefällt es ihm eigentlich. Es ist halt sehr speziell und ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen Borderlands-mäßig, also so dieses Comic-hafte, wo halt alles aussieht, als wäre es von Hand irgendwie gezeichnet worden. Und ich meine, hier bei den Steinen habe ich das per Hand sogar selbst nachgearbeitet. Da kann ich sagen, Hand. So, Zäune sind jetzt spezifisch. Die kommen hier rein. Und Türen sind auch spezifisch. Die kommt ebenfalls hier rein. So, Zäune, denke ich mal, werden wir mehr haben als Stufen. Obwohl, packe ich mal nach hier. So, wir hatten Birkenholz. Da brauche ich jetzt erstmal 5 Stück. Und dann nehmen wir hier noch ein bisschen davon. Und wir müssen jetzt demnächst auf eine Holzfarmtour, meine Freunde. Kein Witz. Ehrlich, kein Witz. Hier sollten wir uns vielleicht auch irgendwann mal eine Werkbank reinbauen, aber das sage ich, glaube ich, jedes Mal, wenn ich hier bin. Oh. So, mal schnell hier, zack. 15, ob die genügen werden? Na, schauen wir mal. Auf jeden Fall, die 15 kann ich noch setzen und dann ist die Folge um. Und gleichzeitig auch die Aufnahmesession. So, guck mal, jetzt mit dem helleren Zaun schaut es doch alles ein bisschen besser aus, ha? Kann man so lassen und 15 langt nicht mal annähernd. Ja, doch, lassen wir es so. Gut, Freunde. Was mache ich noch? Ich gehe noch mal ganz kurz was prüfen. Bevor ich hier aufhöre. Weil, nicht, dass wir hier gar kein Holz haben, was wir hier... Ach doch, guck mal. Da ist unser großer Birkenwald. Da hinten, da sind jede Menge Eichen. Dort hinten befinden sich
Fichten. Hendriks Dschungel ist auch nicht allzu weit von hier. Das Einzige, was wir jetzt anpflanzen müssten, wären schwarze Eichen. Aber das machen wir dann bei Bedarf. Hui! Komm mal her, Spinni, Spinn, Spinn. Spinni, Spinn, Spinn. Ja, genau du. Du sollst herkommen. So. Nom, 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 nom. So, mal gucken. Vielleicht haben wir das nächste Mal ja schon wieder Optifine. Ich würde mich freuen. Gut, Freunde. Ich schaue mal, ob aus der Aufnahme was geworden ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Minecraft. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht es gut und tschüssi.